Willkommen aus München. Wir haben von Logitech, also Ultimate Ear City, Ultimate Ears Mega Boom bekommen. Die ist in diesem Jahr auf den Markt gekommen. Letztes Jahr hatte Jabra schon was Ähnliches auf den Markt geworfen. Ein Bluetooth-Speaker in großer Größe mit langer Laufzeit und natürlich für unterwegs auch, aber natürlich mit mehr Bass, mehr Sound und einfach viel mehr Lautstärke. Das ist hier der Jabra Soulmate Max. 350 Euro damals, mittlerweile kann man inzwischen 100 und 200 Euro schon kaufen, teilweise auch unter 100 Euro, also ein wirklicher Konkurrent hier zu den 300 Euro, 250 Euro teuren Megaboom. Ihr merkt natürlich, der Megaboom hier etwas kleiner, ich kann es mal oben drauflegen, dann sehen wir ungefähr zweimal, würde der Megaboom hier ungefähr reinpassen, beide ein bisschen Spritzwasser geschützt, wobei man den eigentlich sogar ins Wasser schmeißen kann, weil wir haben hier unten, wie ihr sehen könnt, komplett alle Dichtungen hier dran und den kann man auch aufhängen oder natürlich auch an einem Stativ dran machen. Bei Jabra haben wir ähnlich cooles Rugged Design, hier natürlich mit diesem coolen weiteren Fuß oder der Sohle, natürlich weil es Soulmate heißt. Hier dann auch entsprechend das Kabel, damit wir mit 300mm Kabel unser Smartphone oder Tablet auch direkt anschließen können. Das geht hier auch, aber das Kabel liegt nicht mit in der Verpackung. Und wir können es ja nicht auf ein Stativ stellen, aber dafür haben wir so einen kleinen Tragegriff hier mit dabei, der hier natürlich ganz praktisch ist, um das mitzunehmen. Unpraktisch ist, dass wir hier ein separates Netzteil brauchen, um das aufzuladen. Wir können das nicht über Micro-USB laden. Jabra hat hier ein Netzteil entsprechend mit dazugelegt. Aber dafür können wir zwischen nächsten Song, letzten Song hin und her wechseln, Play und Pause drücken und auch Lautstärke ändern und auch Anrufe annehmen mit hier den verschiedenen Knöpfen, beziehungsweise hier auch unser externes Gerät wie unser Smartphone oder alles andere einfach laden. Also hier als externer Akku auch geeignet, die Soulmate Max, habe ich euch letztes Jahr schon gezeigt, hier nur per USB ladbar und per 300mm anschließbar und Lautstärke regelbar. Das war schon bei der NFC und an- und ausschalten und connecten können wir hier natürlich auch, aber dadurch der Megaboom weiterhin das schlichte Design, was wir alle kennen. Wir können es rumschmeißen, auf dem Boden mal schmeißen lassen von einem Meter, eineinhalb Metern, es wird nichts passieren und auch im Sand kein Problem, das zu benutzen. Ich bin gerade mit beiden gepaart hier von dem Smartphone, von meinem G4. Wir fangen hier an, maximale Lautstärke, ein Song von Rio, ein Remix, Thinking of You, der Extended Mix hier entsprechend. Wir spielen jetzt mal ab, 1 Minute 40, meine Lieblingsstelle. Hören nach 20 Sekunden schon, dann fängt so eine bassige Stelle an. Der Bass kommt hier nicht so gut rüber, aber es ist wirklich extrem laut und gut anzuhören. Was wir jetzt machen werden, ist hier wechseln auf den Speaker hier. Da muss ich kurz in die Bluetooth-Einstellung gehen und umschalten. Per NFC würde es zwar auch gehen, aber so geht es einfach schneller. Genau. Fair ist jetzt natürlich, wenn wir an der gleichen Stelle anfangen. Vielleicht nicht ganz so laut, dafür ist er kompakter und die Laufzeit ist bei beiden eigentlich ähnlich. Also wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich jetzt wahrscheinlich lieber den Ultimate Ears Mega Boom nehmen, weil er ein bisschen kompakter ist zum Mitnehmen, auch wenn er schon zu den größeren gehört, aber durch den Preis, wie gesagt, aktuell von fast der Hälfte von dem hier, würde ich dann wahrscheinlich doch lieber zum Jabra tendieren, weil mir das einfach noch zu teuer ist, hier vom Ultimate Ears, aber natürlich, neue Technik ist immer teurer. Das war es ja auch schon mit einem ganz kurzen Vergleich, beziehungsweise ihr könnt auch noch einen anderen Song abspielen, wenn ihr so wollt, und dann entlasse ich euch auch schon hier mein Anker von Julian Lee Play. Oder? Beziehungsweise wird ja auch ein bisschen gesungen. Und was wir jetzt machen werden, ist hier natürlich nochmal auf den anderen hier umswitchen. Mhm.
es ein bisschen besser, aber ansonsten beide eigentlich ähnlich gut, weiterhin würde ich jetzt sagen. Aber durch den Preisgewinn für mich Jabra, durch die kompakte Größe würde eher Logitech Ultimate Ears bei mir gewinnen mit dem Megaboom. Beide Amazon-Links findet ihr unten. Verschiedene Farben gibt es auch zur Auswahl. Vielen Dank fürs Zuschauen, mein Name ist Balazs Gabor und bis zum nächsten Mal.